Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Regrowth. Ja, ich wollte ja eigentlich heute unten alles anschließen, doch ich habe mich, beziehungsweise ich muss was ändern. Und zwar, ich brauche immer mehr Redstone und das Redstone geht mir auch immer schneller aus, also muss ich das automatisieren. So, das Feld, was vorne ist, wo man einer kleiner Hampelmann rumhüpft, das ist ja eigentlich, brauche ich es ja nur noch für Kleinigkeiten. Beispiel, ich brauche es, um, wie gesagt, diese Seeds zu machen. Und dann habe ich mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt in dieser Folge versuchen, alle Seeds zu machen, wo ich das da dafür brauche. So. Da haben wir 12.320 von dem Zeug drin. So, ich habe auch meine Stones drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ich kann aber auch was anders machen. Und zwar das weg, das weg, das weg. Das kann auch weg, das kann weg, das kann weg. So, haben wir ein bisschen Platz. Dann kann ich das reinschmeißen. Ein bisschen mehr Platz. Ich habe keine Ahnung, ob ich so viel brauche. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich habe jetzt alle verbraten, was wir hatten. Ich habe gerade das Fass geleert. Auch nicht schlecht. Nee, da will ich nicht hin. Danke. So, das heißt, jetzt brauche ich den Regular. Das heißt, jetzt sind wir schon fertig. Und jetzt brauche ich den Strong. Und ich habe langsam die Befürchtung, dass es mir nicht reichen wird. So, das heißt jetzt, what the world is built from open. Das heißt jetzt, alles was hier blinkt, brauchen wir noch. Das heißt, wir brauchen Amber Seeds. Wir brauchen Rutil. Um Rutil herzustellen, brauche ich 4 Strong. Okay, und ich brauche einen Block of Magnesium bestimmt nicht. Impure Titanium, richtig? Und meine ganzen Runen. Gut. Nummer 1 habe ich. So, was haben wir hier noch? Ich brauche hier Amber Seeds. Für Amber Seeds brauche ich 3. Und zwar mal Amber. Eins, zwei, drei. Das heißt, ich muss jetzt erstmal nach oben und Amber gucken. Bin aber der Meinung, dass ich noch was da habe. Aber ich muss immer wieder gucken, der ist immer noch nicht angeschlossen. Ich bin zwar schon ein wenig weiter, aber das ist, ja, sau viel Arbeit. Also, wenn ich das alles aufgenommen hätte bis jetzt, was ich gemacht habe, hätten wir 6, 7 Folgen mehr. Okay. Und zwar 30 Minuten Folgen und nicht irgendwas so 3 Sekunden Gedöns. Nee, nee. Amber. Wie komme ich an Amber ran, wenn ich keinen mehr habe?
Cinnabar-Ohr. Cinnabar-Ohr ist kein Thema, weil das pflanzen wir schon an. Jetzt wird nur das Problem sein, dass ich kein Mana-Becken habe. Klack, klack, und dahin. Das heißt, ich muss das jetzt auch gleich wieder aufstellen. So, und dieses Ding muss ich jetzt mal sperren. So, 8 Stück. Oh, 16 Stück. Das heißt, ich habe Cinderbar, habe ich schon genügend da. Schauen wir mal. Ich habe angefangen mit 755. 766. Wäre schön, wenn der weitergegangen wäre. 767. Acht, sechs, fünf. Gut. Ah, ich habe ja auch noch einiges vor, weil ich muss ja dann die Karotten und so weiter hier rüberkommen lassen, dass die dann auch gleich verwurstet werden. Habe ich, möchte ich hier dann einen kleinen Keller drunter bauen. Dasselbe habe ich auch bei der Botanie dann vor, um die ganzen Pestels, Pedestals, die wo da drüben gemacht werden, dann auch reinkommen. So, das heißt jetzt, habe doch mehr vor, als ich dachte, aber kenne ich ja nicht anders. So, das heißt jetzt aber, ich brauche einiges. Ich nehme jetzt mal alles mit von hier. Ich nehme mich auch mit. Dich lasse ich da, weil ich brauche noch was. So, das erste, was ich nämlich erstmal gucken muss, ist, kann ich mir noch Sparks herstellen? Beziehungsweise, ich muss noch Erde mitnehmen. Kommst da rein. Weiß nicht, ob das reicht, aber mir egal. Und ich brauche auf jeden Fall Spark, 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 Spark. Okay, was das ist, keine Ahnung. Vielleicht überträgt er mehr. Jetzt habe ich keine Paddles da. Rummel. Ich brauche nämlich davon ein paar. Gott sei Dank ist das nicht am weitesten weg von allem. Habe ich gleich ein bisschen Farbe drin. Ah ja.
Wollte jetzt zwar keine Eier, aber naja, ist ja auch egal. So, und ich brauche noch einen Pisten. Habe ich jetzt wieder genügend Slime? Habe ich hier zwei? Ja, und ich habe hier nochmal zwei, das heißt, ich kann den nehmen. Weil ich brauche den dann auch, um den Slimy herzustellen. Slime Seed. So, jetzt hoffe ich, dass ich das in 10 Minuten alles aufgebaut habe, was ich so im Kopf habe. Was nicht einfach sein wird. Ich sehe das schon kommen, dass ich nochmal dann irgendwann noch eine zweite Kohle brauche. Weil er dann nicht mehr hinterherkommt, weil Kohle geht er dann Botania-mäßig richtig ab. So, okay. So, Magnet, mach du mal einen Abflug. Danke. So, das heißt jetzt, wir haben hier das. So, jetzt muss ich mir das überlegen, wie ich das machen will. Und zwar, das sind 1, 2, 3, 4. So, das heißt jetzt eigentlich. Ja, und das ist jetzt die große Special-Frage, wie ich das mache. Denn normalerweise müsste ich es so machen. Dann müssten die so hinkommen. Heißt aber dann auch für mich Spark drüber, Spark drüber und Spark drüber. Dann heißt es jetzt auch für mich, ich bräuchte einen Runik-Altar. Ist nur die Frage, kriege ich da auch einen Spark drüber? Nein. Dann ist es natürlich bescheuert, das hier hinzustellen. Das heißt, die Viecher hier kommen erstmal weg. So, dann ist das jetzt nämlich auch ein Dreierfeld. Dann geht es nämlich so. So, und dann habe ich hier meinen Spreeder. Auch meinen Zauberei-Rucksack. Denn hier drin ist mein Zauberstäbchen. Dann muss ich mal schnell sneaken und dich auf den fixieren. Schade, dass man hier keinen Spark draufpacken kann. Hat nur einen Vorteil, dadurch, dass es nicht geht. Halt. So, das heißt, du gehst dann bitte auf den hier. Erstmals. Ich habe jetzt gleich das Problem, aber ich werde dann gleich Kohle mal von drüben holen. Ist ja nicht so weit weg. So, das heißt, ich habe jetzt das. Ich habe jetzt das. Wie gesagt, diese Teile kommen da nach unten. Wie ich das genau mache, vielleicht mache ich das mit einem Thaumcraft-Lift oder so. Mal gucken. So, das heißt jetzt aber, ich brauche jetzt meine Erde. Und aus dem da brauche ich jetzt gleich den da. Ja, und dann heißt es, wir machen ein bisschen Erde. Vor allem ein bisschen. Gut, das heißt jetzt, ich brauche jetzt gleich meinen Altar. Den Altar.
Beziehungsweise, da brauche ich jetzt erstmal mein Botania-Buch. Das ziehe ich gleich mal komplett raus. So, das heißt, ich brauche jetzt dann hier meinen Altar. Der Altar kommt dann hier hin. Jetzt wird er auch gleich sehen, warum, dass ich den einen tiefer setze. Ich hoffe dass zumindest, dass das funktioniert. Und zwar, ich möchte herstellen. Mir fällt es gerade nicht ein. Ritual of Gaia. Terrastil. Terrastil will ich herstellen. Das heißt, ich brauche das da. Das heißt, das visualisieren. Okay. Heißt, nochmal bitte visualisieren, beziehungsweise wegnehmen. Oh, und dann sollst du bitte hier entstehen. Und jetzt macht man dann einen Rechtsklick. So, und jetzt ist er gefestigt. Das heißt, jetzt kann ich hingehen. Ganzen Sachen abtragen. Und dann heißt es jetzt Lapisblock, 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 Living Rock, Living Rock, Living Rock, Living Rock, Living Rock. Und ich habe was vergessen. Super. Wichtigste, die Platte. Habe ich überhaupt meinen Pisten dabei? Ja. An den habe ich wenigstens gedacht. Das ist schon mal wichtig und gut. So, das heißt, ich brauche noch schnell meine Platte. Die habe ich natürlich hier liegen lassen. Bisschen Zeit habe ich noch, bevor es dunkel wird. Dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Jetzt steht dort Struktur complete. Du kommst drüber. Das heißt, jetzt habe ich da einen Spark. Und wenn man sich jetzt mit dem da das anguckt, zeigt er mir an, dass die alle miteinander verbunden sind. Das heißt, das Netzwerk steht. Gut. Dann brauche ich als nächstes das da weg. Denn darunter sollte ein Chemical. Denn ich möchte ja auch was umwandeln können. Das heißt, ich habe einen normalen, ich habe einen zum Umwandeln, ich habe einen so. Ist null Problemo. Wieso war ich jetzt gerade? Naja, okay, ich hätte sowieso, ich hätte dann rennen müssen. Das heißt, wir gehen mal schnell ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toll. Habe ich gut gemacht. Wo habe ich denn meinen Magneten hin? Blind? Stimmt. Habe ich den in den. So, 1, 2, 3, 4. So, 1, 2. Okay.
Ich habe zwar was gehört, aber okay, dann halt nicht. Das haben wir 21 Blöcke. Nein, wir haben 22 Blöcke. Gut. Das schmeiße ich jetzt auch weg. Dann brauche ich wieder meinen Magneten, weil jetzt muss ich ihn ausschalten. Ich habe irgendwo gelesen, dass es, glaube ich, eine Blume gibt. Ja, okay, aber der wird diesen Magneten nicht ausschalten, sondern nur den Potania-Magneten. Das heißt jetzt. Ich brauche meine Redstone-Fackel. Ja, ich bestimmt hier irgendwo reingeworfen, weil ich gesagt habe, eigentlich sickert hierher. Richtig. So. Ich muss mir da auf jeden Fall noch was überlegen, denn mir ist das zu hoch, weil es fallen zwei Blöcke runter, weil zwei Luft drin ist. Eins, zwei. Momentan egal, aber vielleicht mache ich jetzt noch etwas kleiner und ich arbeite mal. Ja, ich schaue mal, was da noch für Möglichkeiten gibt. So, das heißt, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das. Ah. Die arbeiten nicht. Alles klar. So, das heißt, ich brauche jetzt Botania. Ich werde gleich sehen, warum sie nicht arbeiten. Den habe ich jetzt neu gesetzt. Ja, dann machen wir es doch gleich so. Setze ich alle neu. Wann laufen sie? Wie gesagt, wenn ich dann meine Mana Spreader habe, kommen dann auch noch mehr hin. Weil ich glaube nicht, dass der mehr transportieren kann. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich mit Lances arbeiten. Und ihr seht, also wie gesagt, jetzt werden alle drei gefüllt. Das ist ja schon mal das, was wir schon kannten und was wir wollten. So, jetzt heißt es aber, ich brauche nochmal das Tor von Alfheim. Portal to Alfheim. So, ich möchte, dass es virtualisiert wird. Ich möchte aber auch, dass es tiefer geht. Gut. So, das heißt, jetzt brauche ich noch mal zwei Becken. Ups. Aha. So einfach ist es gar nicht. Gut. Da eins hin. Da eins hin. Du kommst da drauf.
Kommst da drauf. Das Spark kommt. Momentan ist es drin. Werdet ihr aber gleich sehen, wird sich gleich ändern. So, und dann heißt es jetzt für mich, ich brauche als erstes, ich hoffe, dass ich ein bisschen Holz da habe oder ein Stick. Kabel werde ich irgendwo herkriegen, wenn ich es aus der Wand schlag. Danke. Ich habe ich auch. Hab den Lever vergessen. Ja. Weil wie wir wissen, solange das Teil hier. Oh, nee. Entschuldigung. Hierhin. So. Gut, dann heißt es jetzt, du, da kommt Living Wood hin. Da kommt Living Wood hin. Living Wood, Living Wood. Dann kommt hier hin. Das da, das da. Dann kommt hier mal schnell ein Stein hin. Wenn ich dann Living Wood habe, mache ich dann nochmal eins hin. Living Wood. Nochmal Glimmering. Living Wood. Glimmering. Living Wood. Und last but not least. Sag bloß, den habe ich jetzt auch vergessen. Wie es aussieht, schon. Ich habe Mana's Brüder mitgenommen, aber nicht den Stein. Kann ich mir aber gleich hinlegen. Ach ja, ist das nicht schön? Ich will A machen, macht aber erstmal. Nee, ich will B machen. Fällt mir aber erst danach ein, dass ich A noch vorher machen sollte. Wenigstens ist mir überhaupt aufgefallen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch diesen einen Block. Und zwar den hier. So, man braucht ja ein bisschen Mana sozusagen, um dieses Tor in Betrieb zu halten. Es kostet aber auch sau viel Mana, dass das Tor überhaupt komplett läuft. Wie gesagt, momentan. So, die Struktur ist komplett und ihr seht, das Spark ist nach oben gewandert. Wenn ich jetzt wieder mit meinem Zauberstab draufklick. Seht ihr, sind die alle miteinander verbunden. Es ist da zwar noch sehr wenig Mana drin. So. Ich gehe aber mal meine ganzen Tablets holen, die wohl schon voll sind. Ich hoffe, das sind drei. Dass ich die Becken einigermaßen gleichmäßig voll bekomme. Okay, hat er doch rein. Hat er auch rein. So. Zwar. Ja, der füllt, der füllt, der füllt. Der schreibt hin immer noch. Ah, okay. Jetzt hat er den Altar entdeckt. Glückwunsch. Hat nicht lang gedauert. Gut, 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 gut. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser Tor. Mir gefällt es, wenn es ebenerdig ist, besser als wenn es, ja. Vielleicht mache ich hier noch Half-Slabs hin. Mal gucken. Moment. Schaut doch scheiße aus, wenn ich es da mache. Das heißt, ich muss Treppen hinmachen. Eckentreppen.
Ach, das lasse ich jetzt erstmal so. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es immer noch einen hochsetzen. Ändert sich ja nicht viel dabei. Außer, dass der Piston eine nach vorne wandert. Warum habe ich den Piston gemacht? Ganz einfach. Das heißt, wenn er ausgefahren ist, ist das Tor komplett. Und wenn das Tor eingefahren ist, dann ist das Tor sofort weg und es wird keine Mana mehr aus dem Becken gezogen. So, das ist leer. Das ist auch leer. Das ist jetzt auch leer. Ja, das ist nicht ganz so voll wie die anderen zwei, aber naja. Man kann nicht alles haben. So, das heißt, ich hätte jetzt das Tor zu Alfheim. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ich habe jetzt hier vier Platz und hier nicht. Muss ich halt, wenn ich genügend Erde und so weiter habe, das dann halt umsetzen. Aber ihr seht, ich habe das Tor wieder. Ich kann jetzt wieder was machen. Und wie gesagt, das werden ja noch viel, viel mehr Spreeder. Und vor allem, ich will irgendwann die Gaia-Spreeder haben. Die sind ja dann noch besser. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dran zu kommen. So, aber wir wollten ja was machen. Beziehungsweise, nein, ich habe meinen Aufbau wieder da. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal dann jetzt endlich die Seeds auch alle herstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.